Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Die Leute, die mir auf Insta folgen, die wissen vielleicht, dass ich fast jeden Tag mit meiner besten Freundin skype. Das habe ich tatsächlich auch heute gemacht, liebe Leute. Und dann hat sie mir gesagt, boah, Laila, ich habe so einen geilen veganen Camembert gefunden. Und ich so, stopp. Ich habe noch einen veganen Camembert, den ich ja gerne mit euch verkosten möchte. Und dann habe ich ihr natürlich gesagt so, hey, ich bin super gespannt auf deine Meinung, aber ich muss auf jeden Fall erst das Video drehen. Wenn sie mir jetzt nämlich erzählt hätte, boah, ich habe von der und der Marke diesen Camembert probiert, super cool und es wäre zufällig genau die Marke, die ich gerne mit euch verkosten möchte, dann würde mich das natürlich sehr in meiner Meinung beeinflussen. Das wiederum bedeutet, dass wir jetzt einen Camembert probieren werden. Und zwar nicht nur einen Camembert, den ich mir gekauft habe in vegan, sondern auch noch die Mozzarella. Die Leute, die meinen veganen Haul nicht gesehen haben, ich verlinke den nochmal da oder da. In meinem veganen Haul habe ich nämlich einmal hier diesen veganen Edelschimmelersatz ergattert und halt noch diese Mozzarella. Ich muss sagen, ich bin krass skeptisch. Ich weiß nicht, ob eins der beiden Produkte ein Genuss ist, aber ja, ich dachte mir, besser kaufe ich hier, sondern sage ich euch, ob sich die Sachen lohnen oder nicht, als dass sich jetzt ganz viele Menschen diesen Käse kaufen und vielleicht schmeckt er ja gar nicht. Ihr merkt, ich bin dezent skeptisch. Ich habe mir gedacht, wir werden einmal mit diesem Mozzarella anfangen von Rewe. Was ich schon mal krass beeindruckend finde, es ist die Eigenmarke von Rewe, die dann wirklich ein veganes Mozzarella-Ersatzprodukt rausgehauen hat, was auch noch Bio ist, Leute. Bio. Ich bin ehrlich gesagt nur sehr skeptisch, wenn es jetzt um den geschmacklichen Aspekt geht. Aber ich werde mir jetzt ein Stückchen davon abschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, erste Überraschung. Ich habe nicht gedacht, dass das jetzt nochmal extra verpackt ist. Ich weiß noch nicht, wie gut ich das finde. Ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass das jetzt nochmal eine extra Verpackung ist. Ich habe das jetzt aufgeschnitten, liebe Leute. Wir werden da jetzt zusammen dran riechen und dann mache ich mir erst ein Stückchen ab. Also erstmal finde ich, sieht schon sehr krass künstlich aus. Also, ja, ich weiß nicht. Es sieht einfach sehr glänzend künstlich in Plastik reingepresst aus. Das ist mein erster Eindruck. Aber das muss ja noch nichts bedeuten. Wir probieren und wir riechen ja noch. Oh nein. Ich will das gar nicht mehr probieren. Ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch, es riecht nicht gut. Ich rieche nochmal für euch. Es riecht nicht gut, es roch gerade chemisch säuerlich. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Es sieht ja auch einfach nur krass, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es sieht ja auch krass chemisch aus, Leute. Alleine, wie krass das glänzt. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das probieren will. Okay. Also wird das jetzt hier richtiger Mozzarella sein, Leute? Ich wäre sicher, ich wäre mir wirklich Hand aufs Herz, ich wäre mir sicher, der ist schlecht und ich würde ihn wegwerfen. Okay, wir probieren das trotzdem. Oh nein. Wisst ihr, ich habe schon mal veganen Mozzarella probiert, Leute. Und er war richtig abartig. Und jetzt hatte ich echt Hoffnung, aber boah, auch jetzt auf dieser Distanz riecht es schon. Ey, vielleicht reißt es geschmacklich noch was rum, Leute, aber riechen tut es wirklich nicht gut. Es geht jetzt so minimal in so eine Mozzarella-Konsistenz, Leute, aber ja. Oh, will ich das? Ich will das eigentlich gar nicht mehr probieren. Okay, wir machen das jetzt einfach. Ich würde gerne minus 2 Sterne vergeben. Das ist mein vollkommener Ernst, Leute. Ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Also ich bin ja jetzt ganz ehrlich mit euch. Es schmeckt schlimmer, als es riecht. Hardcore chemisch. Ich habe ja übrigens auch noch ein bisschen nasse Hände, weil ich habe mir gerade wirklich, ich habe es ausgespuckt und mir nochmal den Mund ausgespült, weil ich auch den Nachgeschmack nicht haben konnte. So eklig war es. Das ist, glaube ich, ja bisher mein krassestes Flop-Produkt ever. Krass chemisch, säuerlich. Echt nicht lecker, Leute. Wirklich. An alle da draußen, die da vielleicht eine Erwartung haben, dass es Mozzarella sein könnte, kauft es euch nicht. Wirklich, ihr werdet einfach nur schockiert und entsetzt sein. Es ist grauenvoll, dieses Produkt. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich hätte euch wirklich gerne irgendwie ein Produkt gezeigt, was der Wahnsinn ist, aber ich finde es richtig widerlich. Es hat nichts von Mozzarella. Es ist absolut mega sauer und eklig. Vielleicht hat es so, das klingt jetzt so böse, aber es tut mir leid, ich bin ehrlich mit euch, Leute. Ich habe euch gesagt, ich werde ehrlich mit euch sein und das mache ich jetzt auch. Das höchste aller Gefühle könnte vielleicht ein schlechter, bereits sehr übersäuerter Mozzarella sein. Ja, ich bin mir sicher, der war noch vor lange haltbar. Ja, der war jetzt noch über einen Monat haltbar. Tja, also ich habe ja die Verpackung. Und ich habe den natürlich, ich lagere meinen Kühlschrank komisch, ja. Ich lagere meinen Kühlschrank auch so ein bisschen sortiert nach Haltbarkeit, deswegen war ich mir sicher, das Teil ist auf jeden Fall noch haltbar. Ist es auch. Also es ist nicht meine Schuld gewesen, dass ich gewartet habe, bis dieser vegane Mozzarella anfängt irgendwie schlecht zu werden. Er ist noch haltbar gewesen. Unverpackt. Okay, Leute, das war wirklich mit Abstand, glaube ich, eins der schlechtesten Produkte.
Dieser Mozzarella war so widerlich, dass ich nicht einmal dieses Messer nochmal benutzen möchte für den Camembert vegan. Bin ich ganz ehrlich, so schlecht ist das Produkt. Neues Messer. Neues Messer, neues Glück. Irgendwas ist darunter gefallen. Okay, die pflanzliche Käsealternative auf Mandelbasis. Spannend, auf Mandelbasis. Genau, das ist dieser Edelschimmelkäse. Der kann, glaube ich, das andere Produkt einfach wirklich nicht mehr in Schlechtheit übertreffen. Ich glaube, es wird so oder so positiver ausgehen für das Teil als für das andere. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr schwer. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, Leute. Okay, spannend, interessant. Sieht tatsächlich sogar ähnlich aus. Ich muss auf jeden Fall mir gleich nochmal angucken, was da konkret drin ist. Okay, also ihr seht es gar nicht. Das ist so auf diesem Abstand, damit ihr so ungefähr den Abstand einschätzen könnt. Ich habe das hier gerade so ausgepackt. Es riecht jetzt schon nach Camembert. Ich bin gerade richtig schockiert. Das liegt jetzt auch nicht daran, dass das Produkt vorher so krass schlecht war. Das riecht wirklich so in die Richtung Camembert. Damit ihr das einmal seht, ich finde, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Also ich bin sehr gespannt jetzt. Das geht voll in die Richtung. Vielleicht musste ich gerade diesen ganz schlechten Käse erstmal probieren, schockiert sein, wie eklig ein Fake-Käse sein kann, um diesen jetzt nochmal hardcore zu wertschätzen und zu loben. Also wirklich vom Geruch her, Leute, hardcore authentisch. Ich habe mir jetzt so ein Stückchen abgeschnitten davon. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Ich bin jetzt richtig gespannt, Leute. Ich muss noch ein Stück probieren. Okay, Leute, der Geruch ist hardcore authentisch. Optisch geht es auf jeden Fall auch in die Richtung. Die Konsistenz ist der Burner, also auch gerade auch dieses Mundgefühl und die Textur wirklich. Es fühlt sich im Mund echt an wie Camembert. Der Geschmack geht ebenfalls sehr stark in die Richtung. Ich würde sagen, es hat noch so eine leicht dezentere, nussigere Unternote. Aber es ist sehr, sehr, sehr geil. Also dafür, dass es vegan ist, hardcore gut, Leute. Ich habe das natürlich jetzt pur probiert, Leute. Ich habe da jetzt so einen minimalen Unterschied rausgeschmeckt. Ich finde tatsächlich, so ein Camembert, so ein echter Camembert, hat nochmal eine deutlich intensivere Käsenote. Aber dieses Edelschimmelmäßige hat halt dieser vegane Camembert auch. Wenn ich 5 von 5 Sternen vergeben darf, würde ich diesem Camembert eine 4,8 geben. Wenn ihr jetzt ein riesen Fan davon seid, Camembert einfach so zu snacken, würde ich halt wie gesagt sagen 4,8, Leute. Pur, finde ich, merkt man schon so einen leichten Unterschied, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr authentisch. Die Konsistenz ist super, der Geschmack definitiv auch. Es ist halt ein bisschen weniger käsig. Ich kann mir jedoch sehr gut vorstellen, dass es auf dem Brot kaum noch ein Unterschied ist. Wenn ihr also Camembert mit irgendwas drauf auf dem Brot habt, ich glaube, das wird tatsächlich gar keinen Unterschied mehr machen. Ich snacke persönlich Camembert. Also wenn ich irgendwie Camembert oder so esse, ich snacke den halt einfach so weg, weil ich es richtig, richtig lecker finde. Und da muss ich sagen, da merkt man schon einen Unterschied, aber wie gesagt, es ist immer noch unfassbar authentisch. Und ich glaube wirklich, auf dem Brot wird man gar nichts mehr merken. Das heißt, so zum pur wegsnacken würde ich den Camembert so eine 4,8 geben, aber ich glaube, auf dem Brot ist es auf jeden Fall nochmal deutlich krass authentischer. Habt ihr diesen veganen Camembert oder einen anderen schon probiert? Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn authentisch? Esst ihr den eigentlich auf Brot oder auch so pur wie ich? Ich werde jetzt auf jeden Fall meine beste Freundin anrufen und ich bin sehr gespannt, welchen Camembert sie so geil fand, ob wir jetzt denselben so gut fanden oder nicht. Ich werde ihn euch auf jeden Fall hier nochmal hinschreiben. Dann habt ihr nämlich einmal meine Empfehlung und potenziell vielleicht auch eine andere von meiner besten Freundin. Die hat nämlich gesagt, die hat ja auch einen richtig, richtig guten Camembert gefunden in vegan. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen super, super schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, ihr habt auch so viele sonnige, schöne Tage gerade und dann bis zum nächsten Mal.